Der SCKM ist die älteste Hobbykochvereinigung in Europa und gliedert eigentlich in eine zentrale Organisation, einen Zentralvorstand mit einzelnen Regionen, wobei die Regionen sehr, sehr autonom sind. Und dann eigentlich als Basis die einzelnen Küchen, die sich wie wir hier treffen, Spass haben miteinander. Und die Zentrale, die hat eigentlich so eine Klammerfunktion, wo Kurse organisiert werden, wo Meisterschaften organisiert werden, Clubzeitschrift hat und so weiter. Heute sind 1500 Mitglieder bei den Schweizer Hobbyköchen organisiert. Damit auch hinter der Kulisse alles so reibungslos läuft wie beim Kochen, hat der Verein ein eigenes Sekretariat. Dieses arbeitete früher mit einer zentralen Standard-KMU-Lösung für Buchhaltung und Mitgliederverwaltung. Der Präsident der Region Aarau erinnert sich zurück. Wenn man natürlich Adressen braucht, dann hat man mit dem Sekretariat Kontakt aufnehmen und die haben einem das dann rausgelassen und geschickt oder per Post oder per Mail oder irgendwie. Das hat immer Zeit gebraucht. Gott sei Dank sind wir von diesen Einzellösungen, die wir vorher hatten, weggegangen und haben heute eine sehr potente SAP-Lösung, wo wir über Internet einen Zugriff haben, wo wir wirklich dezentral auf die Adressen zugreifen können. Man sieht auch, wo irgendwo Ausstände sind. Also was ich ganz gut gelöst finde, ist auch die Herausforderung, dass wir ja verschiedene Mitgliedschaften haben, verschiedene Mitgliedschaftskategorien haben. Und dann zahlt einerseits mal neu das Mitglied und auf der anderen Seite zahlt auch eine ganze Küche, dass man das irgendwo neu auseinanderhalten kann und auch sieht, wer hat jetzt wie gezahlt. Das war noch ein bisschen tricky. Ja, denke ich. Also ich glaube, wirklich unterstreichen muss man, dass wir heute ein Produkt haben, ein SAP-Standard-Software-Produkt, das Sie im Einsatz haben, wo Sie von überall her zugreifen können. Mhm. Das ist sicher ein riesen Vorteil. Und ich glaube, das war auch ausschlaggebend, dass wir das genommen haben. Wir hätten glaube eine ganze Softwareentwicklung gar nicht können tragen. Und das ist jetzt wirklich etwas, wo wir können sagen, obwohl es Standard ist, fast auf uns maßgeschneidert. Anhand der definierten Anforderungen wurde von der Firma ERP Sourcing AG das geeignete Produkt gewählt. Ein Highlight war, dass wir das Projekt dann können anfangen mit unserer Software, die wir eigentlich haben für Firmen, für Unternehmen. Und dass wir eigentlich mit kleinen Anpassungen das eigentlich können, für einen Verein einsetzen. Durch den Betrieb auf dem Großsystem von ERP Sourcing ist das System kosteneffizient. Der Verein braucht keine eigenen Server und es entsteht auch kein Wartungsaufwand. Dank der individuellen Betreuung durch den Implementierungspartner fühlten sich die beteiligten Personen aus dem Vorstand wohl und das Projekt konnte partnerschaftlich in wenigen Monaten umgesetzt werden. Mit SAP und ERP Sourcing haben wir eigentlich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Sie sind auf unsere Wünsche und Bedürfnisse eingegangen, und zwar wirklich jederzeit. Wir haben das Gefühl gehabt, dass sie uns sehr gut verstanden haben. Die beiden Firmen betreuen ja vor allem KMU-Firmen oder auch Grossfirmen betreuen. Und das ist ein Verein, wie wir das sind, ein Novum für sie. Da wir ja aber buchhalterische Abläufe haben, die wir müssen abbilden mussten, hat es da absolut Parallelen gegeben. Und darum haben wir uns gefunden, obwohl das zwei verschiedene Welten sind. Sogar so, dass wir eigentlich ein gutes partnerschaftliches Einvernehmen hatten. Auch für uns als Verein ganz eine tolle Erfahrung.